Frau Jakischer, es gibt Kritiker, die sagen, Peter Handke hat den Literaturnobelpreis nicht verdient. Haben die Kritiker recht? Nun, als Literaturwissenschaftlerin und begeisterte Handke-Leserin muss ich sagen, dass das Werk, das literarische Werk von Peter Handke absolut nobelpreiswürdig ist. In meinen Einführungsvorlesungen werden Handkes Aufstellungen des ersten FC Nürnberg ebenso wie die Publikumsbeschimpfung als Konzepte eingeführt, vorgestellt. Und es handelt sich bei ihm um einen herausragenden Autoren, der Großartiges für die Literatur des 20. Jahrhunderts und das Theater natürlich geleistet hat. Wenn Sie mich aber fragen, ob ich mich dafür ausgesprochen hätte, wenn ich Mitglied in diesem Komitee gewesen wäre, muss ich sagen, ich hätte mich gegen die Nominierung von Peter Handke ausgesprochen. Wir wissen natürlich nicht, ob und wie der Stein des Anstoßes der Kritik sind ja die Jugoslawien-Texte der 90er Jahre. Und ob die dort und wie sie diskutiert wurden, wissen wir nicht. Bekanntermaßen hält das Nobelkomitee die Akten die Protokolle der Entscheidungsfindung für 50 Jahre unter Verschluss. Und wir werden uns gedulden müssen, bis wir die Entscheidung nachvollziehen können. Was ich mir aber vorstellen würde, wenn Sie mich als Slawistin fragen, wenn Sie mich als Expertin für die südosteuropäischen Regionen, Kulturen und Literaturen fragen, ich glaube, man wird in einem halben Jahrhundert das sehen, was das letzte halbe Jahrhundert schon gekennzeichnet hat: erschreckendes Desinteresse und eine wirklich furchtbare Ahnungslosigkeit, wenn es um die Staaten am Balkan geht. Ich gebe Ihnen recht, dass die Literatur vieles darf. Sie darf allerdings nicht alles. Und was ich dem Handke übel nehme, was ich ihm wirklich übel nehme, ohne ihn das Glück zu haben, ihn persönlich zu kennen, wie Sie, ich bin ihm noch nicht begegnet, aber ich nehme, sagen wir korrekterweise, seinen Texten übel, dass sich darin Aussagen befinden, in denen er einen Erzähler konstruiert, der sich praktisch aus der prophetischen Zukunft zurück in die Vergangenheit als Gegenwart der 90er Jahre einschaltet und es besser weiß. Er weiß alles besser. Er ist smarter, dieser Erzähler, als die internationale Gerichtsbarkeit. Er ist smarter als die ausgiebige historische Forschung, die später Tausende von Aktenordnern füllen wird. Und er ist sogar smarter als die Forensiker, die dann in Srebrenica die Skelettteile der dort Ermordeten zusammensetzen musste. Und das ist manifest. Mir geht es gar nicht, diese Diskussion immer, Handke war auf der Beerdigung von Milosevic, Handke hat Karadzic besucht. Das interessiert mich alles gar nicht. Aber in den literarischen Texten stehen Dinge, von denen ich nicht weiß, wie er sie als jemand, der sich in der Gegenwart der 90er und frühen 2000er, wie wir auch, befunden hat, wie er sich dazu aufschwingen konnte, dort Aussagen zu machen, Position zu ergreifen und Dinge zu sagen wie, nun ja, und ein Kritikpunkt in ihrem kurzen Vorfilm war ja das Statement des Schriftstellers Sascha Stanisic, der mit 14 Jahren Visegrad mit seiner muslimischen Mutter verlassen musste, als Flüchtling nach Deutschland gegangen ist, dass Handke in einem seiner Texte, nämlich in der sommerlichen, wie hieß es noch, Winterliche Reise nee, nicht die winterliche Reise, die sondern der andere. Sommerliche Nachtrag zur winterlichen Ah, Reise. ich verstehe. Dort hat er dann sich zu der Aussage verstiegen, die Massaker in Visegrad haben nicht so stattgefunden, wie es dargestellt wurde. Jetzt sage ich, das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht und das weiß der Peter Handke auch nicht. Sascha Stanisic hat in dieser Rede, die Handke wütend gemacht hat, darauf verwiesen, nicht, dass Mladen Lukic, der dafür für diese Massaker mitverantwortlich war, lebenslang im Gefängnis sitzt. Und das ist eine Frage, die man sich schon berechtigt stellen darf. Wie kommt er dazu, Aussagen zu machen, deren Wahrheitsgehalt er selbst zu diesem Zeitpunkt auch nicht prüfen kann? Um das noch zuzufügen, ich meine, vieles an der Kritik ist ja nicht einfach auch nur feuilletonistisches Schaumschlagen, sondern es ist eben so, dass sich in Texten von ihm auch so Sätze finden wie Srebrenica sei ein klangvolles Wort. Und er bezieht sich dabei auf die slawische Etymologie Srebro, Silber, für diesen Ort. Aber was sagt das über einen Ort des Genozids? Und nicht nur das. In seinem Text Tablas schreibt Peter Handke, das haben wir schwarz auf weiß vorliegen, er sagt, in Srebrenica seien muslimische Soldaten ermordet worden. Nun war ich schon oft in Potočari, der Gedenkstätte, wo die Leichenteile zusammengetragen und beerdigt wurden, auch mit Studierendengruppen. Und wenn Sie nun dahin fahren, werden Sie sehen, unter den Toten sind viele Jugendliche, sogar Kinder. Und was Handke damit getan hat, ist an einer serbisch-nationalistischen, propagandistischen Erklärung, es habe sich in Srebrenica nicht um einen Genozid gehandelt, teilzuhaben.
Mittlerweile hat die internationale Gerichtsbarkeit da eine andere Entscheidung getroffen. Und das ist etwas, was man ihm schon vorwerfen darf. Das heißt, Sie würden sagen, dass dieses Argument, das immer wieder auftaucht, man muss doch den Künstler von seinem Werk trennen. Also man muss quasi die Literatur separat beurteilen und das, was jemand politisch denkt, hat eventuell gar keinen Einfluss darauf. Das gilt in dem Fall fast gar nicht, weil das ja im Werk vorkommt. Verstehe ich Sie richtig? So würde ich das sehen, ja. Die Aktionen, sagen wir, der historischen Person des Peter Handke, sind für mich seine Privatangelegenheit und zu wessen Beerdigung er geht und was er da sagt, da würde ich mich jetzt als Literaturwissenschaftlerin nicht irgendwie in der Lage fühlen, das zu kritisieren. Das ist dann nicht meine Sache. Aber die Texte und als Witzlerwistin gesprochen, als jemand, der die Region kennt, darf ich das schon. Und wenn ich vielleicht noch hinzufügen darf, es ist hochproblematisch, ich verstehe völlig, dass aus der Warte Österreichs und aus unserer Warte, auch aus der Stockholmer Warte, es schön ist, Handke mit diesem Preis verdientermaßen zu prämieren. Was das aber in der Region anrichtet, wird dabei übersehen. Denn Sie müssen wissen, die Regionen, die Handke in seinen Jugoslawien-Texten behandelt, das ist dann alles letztlich zwischen Kroatien und Kosovo. Dort gibt es nach wie vor kein konsolidiertes Geschichtsnarrativ. Es gibt keinen gemeinsamen Zugriff auf die jüngere Vergangenheit. Es gibt keine funktionierende Erinnerungspolitik. Und wenn nun so eine Message kommt und die serbischen Zeitungen dann, einige der serbischen Zeitungen, die nationalistischen Titeln, Gerechtigkeit für Handke, Gerechtigkeit für Serbien, dann ist das fatal. Wenn in nichts anderem, dass es eben wieder einmal zeigt, wie gleichgültig diesen Westeuropäern das Schicksal dieser Länder eigentlich und ihre tatsächliche Lage ist. Es hat sich heute das Nobelpreis... Es geht, dann müssen wir uns warm anziehen, nicht? Ja, ich meine, ich kann dazu nur sagen, eine Sache ist ganz klar. Einen großen Punkt, den Peter Handke zu dieser Zeit tatsächlich hatte, war, dass er einer der wenigen war, die Art der Medienberichterstattung, die Serbien in Kollektivschuld genommen hat, ja, da war immer diese Rede vom serbischen Aggressor, die der Realität Serbiens nicht gerecht wurde, denn die Hälfte der serbischen Bevölkerung ging bis zum Schluss auf die Straße und hat versucht, einen Krieg zu verhindern. Die wurden davon überrollt, wie viele andere auch. Und wie Sie richtig sagten, es gibt sehr unterschiedliche, komplizierte, kriegstreibende Kräfte dort. Und das ist keinesfalls auch so in Haag dann entschieden, nicht? Also von einer Seite geschehen. Was aber angemerkt werden muss, in dieser Serbienverteidigung nimmt Handke auch viele Serben, die ich kenne, viele, die Sie dann, mit denen Sie sprechen könnten, die sich von seinem pauschalen Freispruch unangemessenerweise mit einbezogen fühlen. Die möchten das gar nicht, denn die sehen die Sache auch differenzierter, als er das getan hat. Und das ist ein Punkt, glaube ich, den man auch noch mal hier anbringen muss. Handke hat ja auch nicht für Gerechtigkeit für Serbien gesorgt. Für Serbien gab es auch noch keine Gerechtigkeit. Für niemanden dort gab es Gerechtigkeit. Er hat sich nicht auf die Seite der Menschen in Serbien geschlagen, er hat sich auf die Seite der politischen Eliten Serbiens geschlagen, die bekanntermaßen nicht, wie wir jetzt wissen, nachweislich Verbrechen begangen haben. Und das ist problematisch, für welche Serben er gesprochen hat.